willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Wenn wir auf die letzten Wochen zurückblicken, dann haben wir einiges gesehen. Zuerst kam Boreos. Boreos habe ich einen einzigen Raid gemacht. Das war nicht viel. Boreos ist weg. Ihr seht, Boreos ist für die Tonne. Die Tonne fällt um. Das war Boreos. Es ist mega windig, richtig brutal. Man denkt, die Welt geht unter. Dann kam Voltolos. Voltolos ist ganz stark, ist ganz nützlich. Guckt euch an, Voltolos ist ja Elektro, ist also gelb. Voltolos haben wir viel mehr geradet. Ich habe jeden Pass, jeden Tag immer in Voltolos reingepackt. Aber auch Voltolos ist jetzt weg. Voltolos muss gehen. Jetzt ist mir da der Papp vom Katzenstreu reingefallen. Denn das ist Demeteros. Das ist ja so Boden. Das ist ein Boden-Pokémon. Demeteros ist ein Boden-Pokémon. Da ist Katzenstreu drin. Aber da ist noch kein Katzenstreu drin oder beziehungsweise nicht mehr. Denn der Karton ist leer. Denn der muss noch gefüllt werden. Das heißt, mein Pokédex muss gefüllt werden. Ich brauche noch den Pokédex-Eintrag für Demeteros. Ich werde bei Demeteros auch jeden Tag den täglichen Raid-Pass nutzen, posten, in der Raid-Gruppe das alles machen. Jetzt habe ich einen gepostet. Die Werte, die Konda, zeigen wir euch gleich, denn wir müssen bei dem Sturm erstmal zum Pferdestall wieder vordringen. Denn beim Marschstall ist ein Demeteros-Raid, der erste Raid, der nach 11 Uhr bei uns hier aufging. Also ab zum Poke-Kart und dann Demeteros. So, Marstall Arena kann ich euch auch noch mal ganz kurz zeigen. Wer das halt noch nicht gesehen hat, die ist in so vielen Videos auch schon drin. Da ist hier so ein Gebäude. Das sieht halt richtig brutal aus. Wie eine Festung, wie eine halbe Burg, eine fette Mauer. Und hier habt ihr so ein dickes, fettes Bild davor mit irgendwelchen Perversen auf irgendwelchen Pferden, weil es irgendwie trotzdem wie ein Pferdestall ist oder keine Ahnung. Steht da vorne ein Schild. Pferde nicht füttern, Pferde explodieren und trinkt mehr Pferde. Hey, Bisafen Enzo ist am Start, habe ich gesehen, hat sich eingetragen für den Raid. Wir stellen uns jetzt darüber und dann geht's gleich los. Guckt euch den Marschstall an. Guckt euch den Marschstall an. So, ich habe euch jetzt hier aufs Auto gestellt. Normalerweise wollte ich mich auf die andere Seite stellen, weil ich dachte, das ist als Hintergrund irgendwie cooler, dass ihr da so ein bisschen im Wald habt und weil da hinten auch immer so das Laub vorbeifliegt. Erst wollte ich das nehmen, weil das Laub hier die ganze Zeit über die Straße gerannt ist. Dann habe ich gedacht, wir nehmen einfach das. Da ist aber jetzt so viel Matsch, dass ich mich trotzdem auf die Seite stellen muss vom Auto. Ich hoffe, es rennt keiner da hinten rum. Ja, in 2 Minuten geht der Raid auf. Ich will ganz kurz mal in YouTube im Community-Tab wieder zeigen. Da poste ich ja immer so eine Konda-Liste. Die habe ich selber nicht erstellt. Die habe ich immer aus einer Gruppe. Ich übernehme immer den kompletten Text, der so dasteht. Deswegen sind da auch immer Links dabei für Telegram, für PayPal. Das ist nicht mein PayPal, das ist nicht mein Telegram. Das ist hier von Depogo News, nur dass ihr das wisst. So, ab heute gibt es also Demeteros. 22,41 und 28,01 sind die 100er Werte. Hat eine Mozart-Frisur, ist mega stark, ist richtig gut drauf. Die Attacke scheint auch gut zu sein. Hab schon gelesen, manche haben ihre Top-Lade-TM schon genutzt, um neben einer Attacke beizubringen jetzt. Das Ding ist vom Typ Flug und Boden. Ihr nehmt entweder Wasser oder Eis. Nehmt Eis. Eis gegen Boden. Eis gegen Flug. Ich wusste nicht mal, dass Eis gegen Boden gut ist. Jetzt weiß ich's. Steht nämlich hier. Es hat eine Doppelschwäche gegen Eis. Deswegen nehmt einfach Eis. Ihr habt bei Voltolos ja auch schon Eis genommen gegen den Flugtyp. Das war nicht doppelt krass. Das ist doppelt krass. Das ist super effektiv. Shiny müsste es auch geben. Ob das Ding jetzt schön ist oder hässlich, das muss jeder für sich entscheiden. Nehmt einfach Eis-Pokémon, am besten Krypto-Marmutel. Hier ist sogar der lustige, ich weiß nicht wie er heißt, vom Frostino die Endstufe gezeigt mit Eiszahn und Lawine. Oder Glaciola. Mewtwo mit Eisstrahl. Mega Rex Blizzard. Kyogre mit Blizzard. Hey, in der Proto-Version. Also nehmt auf jeden Fall Eis. Wir werden mal gucken, was wir so haben. Und in der Raid-Gruppe
Ich habe ja gesagt, ich poste meinen Raid jetzt immer in die Raid-Gruppe, auch den Community-Raid natürlich. Und wenn ich täglich einen Raid mache, poste ich den auch immer hier rein. Also immer mit einem Bild aus Campfire, dass man die Arena sieht, den Arenanamen hat mit den Koordinaten, dass jemand, der dabei sein möchte, vor Ort mitmachen kann, damit der weiß, wo er hinfahren muss. Ne? Dann ist die Uhrzeit immer dabei, der Trainercode, dann könnt ihr euch eintragen. Henry Nicky hat sich eingetragen, Blood and Tears hat sich eingetragen, Linus hat sich eingetragen, Chef24, Creeper, Borki, Shenaya, Trainer Sir Abs, Babo, Year, Ab ins Tierheim, Bisa Fenenzo, Excavator 27 und der Net Goes. Ich habe den Teamcode auch noch gepostet, damit wir vielleicht ein Team machen können. Pupsi hat ein Team eröffnet mit mir. Bladin Fiers ist noch mit reingegangen. Jetzt ist der Raid auf. Jetzt gehen wir drauf. Die Arena war auch gelb. Ich habe mich da auch reingesetzt. Jetzt muss ich mal, erstmal muss ich einladen. Ich habe beim letzten Mal auch, da war auch ein Community Raid, habe ich einfach vergessen, den Samyang Bulldog Account in die Arena mitzunehmen. So, nehmen die ersten fünf. Da lag das Handy auch die ganze Zeit neben mir. Ich rede und rede und rede. Ich lade ein, dann kämpfe ich, dann fange ich. Dann habe ich es in die Hand genommen und gemerkt, oh, ich bin gar nicht in die Raid-Lobby mitgegangen. Ich habe es einfach vergessen. Das war, glaube ich, bei Voldolos. Deswegen habe ich bei Voldolos nach dem Community-Raid am selben Tag genau noch einen zweiten gemacht. Habe einen grünen Pass von dem genommen, dass die zusammen noch interagieren und raiden und kämpfen. Jetzt ist er drin. Der Samyang Bulldog ist in der Lobby. Ich bin in der Lobby. Ich warte kurz, bis ich wieder einladen kann. Das geht jetzt. Jetzt geht mal den Rest. Ich gebe mir die immer alle hier ein mit Namen. Cheffe, Creeper, Henry, Niki, Linus, Trainer, Saraps. Sind die nächsten fünf. Ich weiß nicht, wie schlimm das ist mit dem Wind auf der Kamera. Inwiefern ihr mich hört oder inwiefern das einfach nur macht. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm, aber hier vorne ist ja das Mikrofon. Wenn das schön hier reingläst, dann wird sich das bestimmt noch richtig genial anhören. Ansonsten kauft euch halt einen Popschutz oder irgendwas. Macht keine Demeteros-Raids im Sturm. Das ist Pokédex-Eindruck. Wir müssen uns ranhalten. Ihr seht hier eine Marmutell-Armee. Da sind 6-mal Marmutell drin. 2 sind auf jeden Fall Glücks. 1 könnte auch Krypto sein, glaube ich. Der Rest ist halt der Rest. Dann guck mal hier drüben hin. 6-mal Marmutell beim Samyang. 6-mal Marmutell beim Habanero. Das sieht gut aus. 3700. 39. 3700. 748 ist das höchste, was ich hier sehe. Der dürfte also kein 100%iges haben. Das müssten alle schlechtere sein. Da fliegen dir halt die Handys aus der Hand. Jetzt hauen wir hier mal drauf. Jetzt habt ihr wieder das ganze Laub verpasst, was hier in Strömen. Es bildet ein ganzes Rudel und das Rudel zieht mit einmal von rechts nach links und fliegt hier durch die Gegend. Wir drücken jetzt hier drauf, genau, da ist jetzt hier diese super geniale Attacke geladen, die wir immer machen können, die ich meistens vergesse. Jetzt ist das Ding auch gleich schon tot. Schaffen wir es noch einmal zu laden? Nee. Jetzt wollte ich auch die super Team-Attacke. Ich habe den letzten paar Male immer vergessen, Team zu machen. Jetzt haben wir wieder ein Team gemacht. Habt ihr euch den 100er Wert gemerkt? Wie viel haben wir jetzt hier drüben dabei? Ich drücke beim Samyang jetzt mal schnell durch, damit ich euch direkt sagen kann, ob es ein Shiny ist oder was Gutes. Es ist 27,83. Wenigstens hat es Wetterbrust. Ich glaube 28,4 oder 28,1 war das 100er. 27,83. Den packen wir weg. Gucken jetzt hier rein. Toll. 27,54. Pupsi hat ein Shiny. Im Fangbild. 27,21. Das heißt, ich habe erstmal wieder das Schlechteste. Dann schwebt es auch noch von links nach rechts und nervt. Kreis muss so bleiben. Der muss drin bleiben. Ich habe alle anderen versucht, nach dem Community Raid immer mit silberner Beere zu fangen. Beim ersten jetzt, es geht um den Pokédex-Eintrag im Video, mache ich das mit goldener. Ansonsten versuche ich alle dann immer mit silberner zu fangen. Ich weiß eh nicht, was ich mit den silbernen Sananabären machen soll. Das heißt, die werfe ich jetzt auf legendäre, dass ich die wenigstens irgendwie auf Level 40 ziehen kann. Ich nehme zwar auch Sonderbonbons dann dafür, aber
Es dauert halt immer so lang und so, wenn du beim Fangen 7 Stück machst und kriegst dann nochmal hier 3-4 Bonbons bei jedem Fang extra, nimm das halt einfach mit. 27,21. Mal gucken, ob ich am Ende Pupsis Shiny nochmal abfilmen kann, ob man das sieht. Ja, das war zu hoch, das war zu hoch. Dritter Ball war zu hoch, egal. Da war eine Joggerin. Da haben die Beine geleuchtet. Mit Wintermütze. Ich muss sagen, es ist heute eigentlich recht warm. Also es ist nicht so frostig und so kalt wie die letzten Male. Beim letzten Mal war übelst der Schneesturm. Es war richtig schlimm. Es war windstill. Aber es war alles vereist. Es war brutal. Heute ist es windig wie Sau. Aber der ganze Schnee ist schon weg. Die Sonne scheint. Eigentlich wäre gutes Wetter, wenn es nicht so scheiß windig wäre. Sodass alles wegfliegt. So, er greift wieder an. Wir curven, wir werfen. Einfach Farbe drauf. Kommt wieder raus. Wind zieht auf. Passt aber, wenn es ein Flugtyp ist, dass es windig ist, dass der schön geboostet ist. Er greift an, wir curven, wir lassen los und wir haben zu lasch geworfen. Zu lasch. Die macht bestimmt eine Story gerade von sich selbst. Oder sie hat jemanden gegrüßt oder sie hat versucht, weiß ich nicht, einen Blitz auf die Erde niederschlagen zu lassen. Sie hat auf jeden Fall ihre Hand gehoben und so rumgefuchtelt. Ich dachte, die biegt jetzt wieder hier ein und dreht kleine Runden um mich rum, aber nee, die ist jetzt abgehauen. Ist jetzt weg. Keine Jogger mehr in diesem Video. Oh, ist halt nervig, gell, wenn du versuchst, in Ruhe zu fangen mit Geduld. Und immer nur dann zu werfen, wenn er gerade angreift. Und dauert das halt. Deswegen hasse ich Kyogre. Deswegen liebe ich Groudon. Weil Groudon semmelt so wirklich einfach alles drauf und dann passt das. Das können wir jetzt hier zeigen. Pokédex-Eintrag. So, kurz gewartet. Das war der Pokédex-Eintrag. Was ist das? Weiß ich nicht. Jetzt bewerten wir es aber noch kurz. 2 Sterne. 2 Sterne. 10, 11, 14. Das ist eigentlich nichts. Wir haben hier sogar noch eine Aufgabe fertig. Danke an Sarina, die da mitgeholfen hat. Fange 35 Pokémon, drücke ich jetzt mal an. Jetzt gehen wir doch mal schnell rüber zu Pupsi. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Das ist, deshalb bin ich nicht zum Auto hier an der Stelle. Warte mal, ich muss mal hinten drücken. Ich sehe den Bildschirm nicht. Ich wollte mich ja hier hinstellen, aber es ist so schmierig und so schleimig und so matschig auf der Seite. Wenn ich da stehe, da hätte ich wieder alles komplett zugesaut. Wir machen es mal anders. Ich muss ja eh hier rein. Huch. Zeig mal, hast du es noch drauf? Da. Das ist ein Shiny, guck dir es an. Den mit Terobob. Boop, Bob, Boop. Das Auto dudelt schon wieder. So, warum? Dieser Bildschirm, ihr seht's, der flackert, der macht Faxen. Bei Pupsi Bildschirm alles gut. Alles ruhig, ne? Das sind die Herzzahlen. Die Herzzahlen. Pupsi hat mehr Herz als ich. Mein Herz ist unruhig. Ihr habt's gerade gesehen. Dieser Red hat ein unruhiges Herz. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Habt ihr schon einen Shiny mit die Wendattacke? Habt ihr ein gutes mit die Wendattacke? Habt ihr einfach ein altes genommen, TM draufgeballert oder werdet ihr jetzt den Meteros raiden? Ich werde jeden Tag einen machen, weil irgendwie hat das was. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.